Servus, liebe Freunde, Hallihallo, herzlich willkommen. Ja, es geht dann doch noch ein bisschen weiter auf der Alpin. Hab mir das so überlegt, weil ich. Okay, ja, die Arbeit erfolgreich beendet, das ist schön. Machen wir hier weiter. Ich hoffe, dass da wieder Feld ist. Ja, das sieht gut aus. Ich denke, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir hier doch noch ein bisschen laufen lassen. Denn im Moment können wir ja bei der. LS22 Alpin noch nicht wirklich viel machen. Und da habe ich mir dann überlegt, lassen wir es hier dann doch noch eine Sekunde laufen, damit wir einfach hier auch noch ein bisschen weitermachen. Also es ist natürlich schön, weil wir hier eine ganze Menge Produktionen haben, mit denen wir hier arbeiten können. Und das würde ich eigentlich ganz gerne auch noch ein bisschen weiterführen. Zumindest so weit, bis wir beim 22er dann so weit sind, dass wir viel zu tun kriegen. Aber jetzt im Moment, denke ich mal, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. So. Jetzt gucken wir mal gerade. Der ist dort zugange. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir werden uns mal den Wassertank holen. Ich hoffe, der kleine reicht. Weil wir haben beim letzten Mal festgestellt, wir müssen Bäume definitiv noch ein bisschen wässern. Und da müssten wir eigentlich mit dem Kleinen erstmal soweit gut hinkommen. So, erstmal hier auffüllen. Was wir jetzt noch gar nicht, oder was ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf habe, wie sieht es eigentlich hier bei uns mit dem Wachstum aus? Ja, ist alles noch geschmeidig. Wir haben alles gedüngt, wir haben alles, soweit es möglich ist, entunkrautet. Und ja, wie gesagt, also mit dem Schweinestall hier oben, das ist, Kuhstall hier oben, das ist natürlich auch noch so ein Thema. Muss ich mir noch überlegen, ob wir da dann nochmal was machen. Und wie gesagt, ich bin echt am Überlegen, ob wir hier nicht einfach an jeden Baum so einen Behälter dran stellen, dass wir da nicht dauernd hin und her fahren müssen. Das würde es uns einfacher machen. Wieso kann ich jetzt hier kein Wasser abgeben? Doch, da. Da war doch was. Ganz kurz. Da war's. Millimeter. Boah, das ist tricky. Da sind wir. Denn Bäume brauchen Wasser. Das ist halt so. Sehen wir natürlich nicht viel. So. Oh ja. Und die haben ganz schön Durst, die Bäume, wenn man das so sieht. Da ist doch schon ein bisschen Bedarf. Ich würde gern, genau, Wasser, 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 Wasser. Wenn wir die einmal alle durchgewässert haben, ich glaube, da reicht der kleine Tank locker für aus. Dann haben wir da zumindest schon wieder ein bisschen Ruhe. Ich glaube, Mist haben wir noch ein bisschen. Da brauchen wir uns noch keine Gedanken machen. Aber ihr seht schon hier, da geht eine ganze Menge Wasser weg, ne? Also, ja, aber von nichts kommt nichts. So, deswegen einmal die Runde fahren, einmal entsprechend alles bewässern und dann ist wieder gut. Ja. Vor allem dann haben wir ja auch erstmal eine Zeit lang wieder Ruhe. Ne? Also ist ja dann nicht so, dass wir hier permanent gegen den Baum fahren müssen, sondern wir haben ja dann die Möglichkeit, einfach auch mal Päuschen wieder zu machen und uns um andere Sachen zu kümmern. Aber wenn dann die Bäume keine Früchte mehr tragen, das wäre natürlich ungünstig. Ja, und ihr seht, so in Summe geht da schon einiges am Wasser weg, ne? Da schon so ganz großspurig gesagt, ja, gar kein Problem, machen wir mal schnell mit einem Behälter. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob wir das mit einem Wassertank schaffen. Oh, ich habe eine blöde Perspektive, glaube ich. So, probieren wir es mal so rum. So, die erste Runde haben wir. Die erste Spur. Jetzt müssen wir an die nächste Spur fahren. Oh, also bitte ziehe dich nicht so. Geht doch. So.
Ganz kleiner Mini-Punkt nur. So, ich glaube, wir fahren aber doch lieber so. Also die Außenbahn haben wir. Das ist aber auch doof mit den Bäumen hier so. Dass die Kronen so groß sind, ne? Da sieht man gar nicht, wo man hin muss. So. Aha, hat man den schon, oder... Nee, du hast... Da kann man doch noch Wasser reinfüllen. Wieso? Willst du nicht? Ach, da. So, jetzt aber... Uiuiui. Der tut sich ein bisschen schwer hier. Das ist ja ein Chaosbaum hier, ne? So, jetzt aber. Gut. Mama mia. Du wolltest aber nochmal ganz genau wissen, wa? So. Ja, da. Da ist nächste Bäumchen. So. Ja, das wird ganz schön enge Geschichte, würde ich sagen. Ich glaube schon fast nicht, dass das reicht. Dann bin ich, glaube ich, zu weit weg. So, sehr gut. Da, überladen. Oh, das wird knapp. Ich glaube, das wird noch nicht mal reichen. Ich glaube, da oben haben wir noch mehr Bäume. Oh, Backe. Nee, das wird nicht reichen. Wir müssen tatsächlich nochmal nachfüllen, Leute. Wir müssen echt nochmal nachfüllen. Das gibt's hier nicht. Wahnsinn. Wasser wird hier nicht angenommen. Jetzt willst du mich aber veräppeln, oder? Wasser wird hier nicht angenommen. Wir sind doch hier nicht an der Abgabestelle. So, ich weiß, ich tue mir da wieder ein bisschen schwer mit, obwohl es eigentlich ja eine ganz einfache Geschichte ist, ne? So, dann haben wir das soweit klar. Jetzt müssen wir nur noch nach vorne zu den Bäumen. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, hatten wir den jetzt schon gemacht oder... Ich glaube, den hatten wir schon, ne? Ja. Dann... Wir fahren viel zu weit weg von den Bäumen, das ist nicht gut. Ah ja, da ist doch nochmal Wasser. Ist die Frage, welcher Baum ist das? Ich glaube, das war der erste. So, wieder einen geschafft. Machen wir mir. Jei. So, da war wieder ein ganz kurzer Punkt. Klein, na komm. Da. Oh, das wird aber haucheng. Das wird aber wirklich haucheng. Vor allem, wenn wir noch am Baum hängen bleiben. Das ist nicht gut. Ach du Schande. Das wird eine knappe Geschichte. Aber gut, ansonsten müssen wir halt nochmal Wasser holen. Das sieht nämlich nicht so aus. Nee, das sieht gar nicht so aus, als ob wir das so komplett schaffen. Oh, das ist der letzte Baum. Der letzte. Das wird wahrscheinlich komplett reingehen. Ja, dann haben wir es gerade so geschafft. Okay. Oh, Mamma mia. So, da sieht's gut aus. Die nächste Wachstumsstufe ist durch. Das heißt, wir können dann bald loslegen. So, dann fahren wir den erstmal wieder zurück. So, haben wir unsere Bäumchen jetzt mal gewässert? Da ging jetzt fast die ganze Folge für drauf. Für so ein paar Bäume mal schnell zu bewässern. Obwohl, ich glaube, hier unten den Baum haben wir noch gar nicht, ne? Da müssen wir nochmal gucken. Ha, den einen Baum hier unten haben wir noch gar nicht gemacht. Nämlich der, der hier hinten dran steht. Den sollten wir ja auch bewässern. Dann können wir das restliche Wasser, glaube ich, gerade den Tieren noch geben. So, das sieht gut aus.
So, mal schauen, da ist was gewesen. Toll. Ja, da ging nicht mehr viel, aber trotzdem. Ich kenne ja unser Glück, wenn wir das dann irgendwann vergessen, dann stehen wir auf einmal da und haben alles gemacht, nur den einen nicht. Und das wäre natürlich peinlich, ne? So, jetzt müssen wir gerade schauen. Geben wir den Kühen und den Schweinchen noch was zu trinken. Heute, ja, die Wassertour sozusagen. So, das sieht auch gut aus. Da hinten braucht man nirgendwo Wasser. Beim Dünger braucht man auch kein Wasser. Dann einmal zum zweiten Kuhstall hoch. Ich weiß zwar nicht, wie viel die brauchen, aber wir pumpen einfach mal rein. Oh, das sieht schon gut aus. Küchenbedarf ist. Außerdem können wir ja auch... Oh, hier ist immer noch so steil, ne? Ja. Ach, da bin ich echt noch überlegen, was wir machen. So, den Schweinen geben wir noch Wasser. Den Erdbeeren geben wir auch wieder Wasser. Da ist so wahrscheinlich nicht allzu viel, aber ein bisschen was geht. Dann haben wir zumindest aber mal alles erledigt. So, da geht ein bisschen mehr. Ja, die hatten Durst, die Jungs. So, hier gucken wir auch nochmal, was reinpasst. Da gehen auch noch ein paar Literchen. Gut, naja, dann haben wir zumindest jetzt da schon mal alles wieder versorgt. Ah, da unten sehe ich gleich noch was, was wir machen können. Das ist aber nur so eine Kleinigkeit der Ordnung halber. Oh, da geht aber viel rein bei den Erdbeeren, ne? Moment. Puh, da passt aber viel rein. Ah, 16.000 Liter. Okay, da war natürlich dann viel Luft. Lass mal den hier unten einfach mal stehen. Was wir noch machen müssten... Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir... Ich weiß nicht, können wir die einfach da reinlegen? Geht das, oder... Nö, geht nicht. Okay, dann müssen wir die mal da hochbringen. Dann müssen wir die da hochbringen. Gut. Weil die drei Kartons, das ist jetzt nicht wegen Geld, aber es sieht halt blöd aus, wenn die Kartons da los rumliegen. Das gefällt mir gar nicht. So, Erna, fang. Deine Eier sind da. Schlecht gefangen. Oder schlecht geworfen. So, besser. So, 620 Euro haben wir jetzt verdient für ein Karton Rührei. Das ist gut. Ja, das müssen wir aber schnell mal noch machen. Ja, dann haben wir heute so sozusagen die Wasserfolge. Ne? Alles mit Wasser. Letzte Folge alles mit Gras, jetzt alles mit Wasser. Oh mein Gott. Wir machen jetzt nur noch so Spezialfolgen hier. Nee, aber ich denke mal, wir werden auch bald natürlich wieder normal weitermachen. Was wir noch machen können in der nächsten Folge, solange wir noch keine andere Arbeit haben, ist dann entsprechend vielleicht noch ein bisschen Wiese mähen. Beziehungsweise das Gras einsammeln und in den Heutrockner und ins Fermentersilo werfen. Dass wir da auch entsprechend unseren Vorrat ein bisschen hochpumpen können. Fermentersilo hat ja auch den Vorteil, dass wir dann Gärreste bekommen. Und mit den Gärresten können wir ja dann auch wieder unseren Dünger produzieren. Wir haben zwar von allem noch eine Menge da, aber wir brauchen natürlich auch noch eine ganze Menge. Ne? Und ihr wisst ja, ich möchte ja, wenn es geht, immer meine Produktionen und alle Vorräte voll haben. Deswegen gucken wir jetzt dann nochmal rein, wo wir was brauchen. Das hier ist klar, da ist der Raps, der kommt mit der Ernte. In der Düngerproduktion sieht es, denke ich mal, schon ganz gut aus. Gut, Gärreste ist noch Platz ohne Ende. Diesel auch. Mhm, da können wir noch ein bisschen pumpen. In der Heutrocknung sind wir... Brauchen wir nur Gras. Okay, das können wir in der nächsten Folge uns organisieren. Honig brauchen wir uns im Moment noch nicht kümmern. Da ist noch genug da. Getreide. Für die Saatgut kriegen wir auch mit der nächsten Ernte. Misttechnisch sieht es hier auch noch gut aus, aber wir sollten uns langsam Gedanken machen, wieder mal ein paar Erdbeeren wegzufahren. Mhm. Gut, und ja, dann sind wir eigentlich schon soweit wieder durch. Bin gerade am Überlegen, wollen wir noch ein bisschen Gülle entsorgen oder lohnt sich das noch nicht? 6.000, nochmal 6.000, sind 12, sind 14.000 Liter. Ja, da könnten wir eigentlich nochmal eine Runde Gülle fahren. Da könnten wir noch eine Runde Gülle fahren. Vorzugsweise mit Anhänger. Ich glaube, das ist dann von Vorteil. So,
mal hier mal voll. Das sieht jetzt noch nicht viel aus, aber wir haben in Summe irgendwas um die 15.000 Liter. Das ist natürlich dann schon einiges, was wir da wieder verfahren können. So, ich glaube, hier müssten wir es dann noch ein bisschen... Also wenn wir hier noch ein bisschen weiterspielen, werden wir, glaube ich, den Sprühstall hier umstellen. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut. Nicht schön. Ihr habt da auch schon schöne Ideen gehabt. Da hinten vielleicht, wo das Feld war, also da hinten in der Verlängerung, dass wir da einfach den großen Kuhstall hinstellen. Wäre eine coole Idee. Können wir uns mal anschauen dann, wenn es hell ist. Oh, schöne Tankinnenansicht. Ob das von der Schräge und allem einigermaßen machbar ist. Denn wie gesagt, da oben das mit dem Kuhstall, das ist nicht wirklich gut. Also, gefällt mir nicht so wirklich. Und da kommt jetzt doch an Gülle einiges zusammen. Oh ja. Und Mist kommt auch langsam so ein bisschen. Wir können noch in der nächsten Folge dann mal schauen, dass wir die Milch noch verkaufen. So, dann sind wir jetzt bei 13.800 Liter Gülle. Das ist gut. Und dann werden wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, schauen, wo wir noch ein paar Gärreste herkriegen. Wir werden mit der Wiese weitermachen, dass wir da noch ein bisschen einsammeln. Die Kleine hat ja noch fleißig gemäht eben. Und dadurch, dass wir gedüngt haben, dürfte da auch noch ein bisschen was bei rumkommen. So, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ich habe das Gefühl, das ist etwas... Ey, ja. Zu laut. Hoppla. Da lag irgendwo ein Kieselstein im Weg. Boah. Also hier haben wir schon viel gemacht. Da unten ist noch ein bisschen... ja, so richtig viel ist das nicht, ne? Ja, vielleicht noch ein, zwei Anhänger. Also würde ich sagen, packen wir dann in die Silage. Denn Heu brauchen wir jetzt nicht so viel. Jetzt nehmen wir hier oben hin. Nee. Aber wir könnten hier, glaube ich, dann gleich nochmal düngen in der nächsten Folge auch. Heu brauchen wir im Moment nicht wirklich so viel. Da haben wir ja für die Tiere erstmal gut versorgt. Und von daher würde ich sagen, packen wir es für die Silage und die Gärreste nehmen wir dann wieder, um Dünger zu produzieren. Das ist, glaube ich, erstmal im Moment der sinnvollste Weg. Ansonsten sind wir ja bei den Tieren mit der Versorgung ziemlich gut dabei. Das heißt, wir könnten im Prinzip dann die Produktion so vollknallen, dass, sagen wir mal, auch später dann Heuvorrat, Silagevorrat, Mischfuttervorrat, alles bis aufs Maximum vollgepowert ist. Dann haben wir einfach mal richtig Luft. Und außerdem würde ich mir ganz gerne eventuell dann noch ein weiteres Feld kaufen. Das können wir uns dann entsprechend auch nochmal anschauen, ob es da was Sinnvolles gibt, was bei uns in der Ecke ist. So, hier überladen wir mal. Oder ob wir sagen, wir nehmen hier zum Beispiel Feld 23. Dann könnten wir uns doch ein bisschen mit der BGA noch auseinandersetzen, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen was machen. Ich hätte irgendwie eigentlich... Oh, Product Capacity Reached bei der Futtermischanlage. Ah, Futtermischanlage, ja. Das ist leider hier nicht drin, aber ist okay. Das heißt, der ist schon voll. Das ist gut. Ja, ist sehr gut. Ich hätte eigentlich auch Lust, wieder ein bisschen Silo zu machen mal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ob wir dann hier unten die 23 nicht ein Maisfeld machen, uns hier unten was Kleines hinstellen und dann die zwei Silos eventuell einfach als Silage machen. Das wäre jetzt auch noch so eine Option. Aber das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Wie sieht es aus? 705, 720, Jota, haben wir ein bisschen Zeit. Das eilt eigentlich jetzt nicht wirklich. Weil wenn wir jetzt hier die Gärreste einfüllen, das ist ja lächerlich, ne? Gut, in dem Sinn sage ich für heute aber erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich gehe hier mal auf Pause. Spiel speichern. Hier ist das einfacher zu finden als im 22er. Und ja, sag bis zum nächsten Mal. Servus. Und